Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute geht es um den Ausblick auf das Jahr 2021 für Star Citizen und Squadron 42 sowie auch um ja, die Reste des Jahres 2020 und damit wollen wir auch direkt anfangen. Nämlich mit dem Anniversary Event. Zunächst steht dieses Jahr noch die Aerospace Expo, also das Anniversary Event, an. Dieses findet wie immer Ende November statt, diesmal jedoch auf Microtech. Es handelt sich um ein Ingame-Event, genauere Details werden wir dazu aber erst später bekommen. Auf jeden Fall werden wir wieder fast alle Raumschiffe im Shop verfügbar haben und mit einigen Specials rechnen dürfen. Außerdem ist mit sehr großer Wahrscheinlichkeit ein Free-Fly-Event zu erwarten, bei welchem jeder kostenlos Star Citizen testen und spielen kann. Ob vergünstigte Game-Packages dazugehören, ist noch nicht bekannt. Auch ob und welche neuen Concept-Sales anstehen, ist noch offen. Ende des Jahres steht dann die Alpha 3.12 an. Dazu wird es nochmal ein gesondertes Video mit allen Details geben. Alpha 3.12 wird aber ein größerer Patch, der sich vor allem um mehr Gameplay für Mining und Trading kümmert. Außerdem ist eine Surrender-Mechanik sowie diverse Spielmechanik-Änderungen geplant. Ebenfalls im Dezember soll die neue und wesentlich transparentere Roadmap veröffentlicht werden. Diese wird uns erheblich mehr Einblicke in die aktuelle Entwicklung sowohl von Star Citizen als auch von Squadron 42 geben. Stichwort Squadron 42, ein weiterer Briefing Room wie am Samstag, in welchem uns Inhalte und Details zur Singleplayer-Kampagne bereitgestellt werden, steht ebenfalls an. Dazu komme ich aber später nochmal, wenn wir über Squadron 42 sprechen. Denn von Ende Dezember aus geht es direkt in das erste Halbjahr 2021. Bisher wurde die Roadmap noch nicht für diesen Zeitraum angegeben. Dennoch kennen wir die grundsätzliche Richtung. CRG möchte sich vor allem um mehr Gameplay, zusätzliche Mechaniken und Feinschliff im Stanton-System kümmern. Außerdem steht noch der Planet Crusader mit seiner Station Horizon auf dem Plan. Dazu gehört natürlich auch das neue Gas Cloud Tech, da Crusader ja ein Gasriese ist. Das Hauptthema für das erste Halbjahr ist jedoch iCache, eine Technik, die für diverse Mechaniken und Inhalte benötigt wird. iCache soll bis zum zweiten Quartal 2021 ins Spiel finden und eine Brücke zwischen den Aktionen des Spielers und der großen Datenbank bilden. Dadurch soll sich die Performance, die Reaktionszeit und das allgemeine Spielgefühl deutlich verbessern, denn aktuell interagieren wir als Spieler direkt mit der Datenbank, die aber viel zu langsam ist und daher auch hohe Latenzen verursacht. Zu erwarten ist also ein ähnlicher Performance-Schub wie damals bei der Einführung des Object-Container-Streamings und alles, was dazugehört. Denn iCache wird auch die Basis für die Persistenz sein, da liegen gelassene Objekte, abgestürzte Wracks und andere Persistenzgeschichten gespeichert werden. Daher ist zu erwarten, dass beispielsweise Salvaging, Basebuilding und andere Mechaniken, die darauf aufbauen, aktiver bearbeitet werden können, wenn iCache erstmal da ist. Darüber hinaus soll auch das physische Inventar ins Spiel finden, welches unser aktuelles globales Inventar ablösen wird. Es wird dann nicht mehr möglich sein, aus dem Nichts heraus Dinge zu erhalten, da alles physisch verstaut werden muss. CRG möchte sich daneben erste Schritte auf dem Weg zur Permadeath-Mechanik nähern. Dazu soll Medical Gameplay sowie etwaige Search and Rescue in ersten Iterationen ins Spiel finden. Vermutlich wird eine erste Iteration vor allem das Heilen und Aufmunitionieren anderer Spieler beinhalten. Auch die Krankenhäuser in den bestehenden Locations sollen aktiviert werden und eine zentrale Rolle für dieses Gameplay spielen. Weiter geht's zum dritten und vierten Quartal 2021, denn in der zweiten Jahreshälfte soll aufbauend auf dem iCache auch das Server-Meshing ins Spiel gelangen. Dies soll die maximale Anzahl an Spielern pro Server von derzeit 50 auf irgendwann mal mehrere tausend steigern können. Eine erste Iteration wird sich vermutlich erstmal auf wenige hundert beschränken, füllt aber dennoch das Universum mit mehr Leben. Zusammen mit dem Server-Meshing soll simultan auch das Pyro-System released werden. Spieler werden dann die Möglichkeit haben, durch ein Stargate mit ihren Jump Drive zu fliegen und diese neue Location zu besuchen. Pyro soll übrigens nicht iterativ gebaut werden wie Stanton, sondern als vollwertiges System implementiert. Daher ist zu erwarten, sofern der Plan denn aufgeht, dass alle Planeten, Monde und Stationen sowie andere interessante Orte, Quests und Events von Beginn an zur Verfügung stehen. Die dynamische Wirtschaft, also das Quanta-System, wird sich an das Server-Meshing anschließen. Ob dieses dann ebenfalls für 2021 geplant ist, ist jedoch nicht so richtig bekannt. Denkbar wäre jedoch auch hier eine erste Iteration, welche zum Beispiel Preise dynamisiert sowie auch Liefermengen und Handelsrouten von NPCs erschafft. Auch dynamischere Missionen, die von echten Ereignissen im Verse abhängen und sich verändern, sowie dynamische Events wären dann denkbar. Insofern fehlen uns für Star Citizen und die weitere wirklich starke Entwicklung noch drei Core-Technologien, nämlich das iCache, das Server-Meshing und das dynamische Wirtschaftssystem.
Chris Roberts hat im Letter of the Chairman deutlich gemacht, dass CRG aber hier nicht abwartet und chillt, solange diese Core-Techniken noch entwickelt werden. Ganz im Gegenteil, viele Features und Inhalte und Orte und Locations und so weiter werden bereits vorbereitet und wurden bereits vorbereitet und sollen dann mit diesen Core-Techniken released und auch erweitert werden. Und das führt uns auch zur neuen Roadmap. Wie bereits gesagt, ist es geplant, die neue Roadmap dann im Dezember dieses Jahr noch zu veröffentlichen. Diese ist dann direkt an die interne Jira-Datenbank gekoppelt, also die richtige Entwicklerdatenbank. Das bedeutet, es wird nicht händisch eingetragen, was passiert, sondern wird automatisch aktualisiert, wenn sich die internen Systeme aktualisieren. Insofern werden wir als Spieler und als Unterstützer des Spiels einen ähnlichen Einblick haben wie die leitenden Persönlichkeiten der jeweiligen Teams innerhalb von CIG. Dadurch sollte diese neue Roadmap nicht nur erheblich transparenter, sondern auch aktueller sein. Und sie gilt sowohl für Star Citizen als auch für Squadron 42. Stichwort Squadron 42. Wie wir mittlerweile klar wissen, wird es dieses Jahr weder eine Alpha noch eine Beta geben. Wie weit das Spiel mittlerweile wirklich fortgeschritten ist, ist leider unbekannt. Zum Geburtstagsevent wurde uns vor allem eine große Raumstation sowie etwas Interaction-Gameplay mit NPCs gezeigt. Daher ist es wirklich sehr schwierig einzuschätzen, wann Squadron 42 released wird und wie weit sie mittlerweile wirklich sind. Ab sofort soll es jedoch quartalsweise sowie auch am Samstag eine neue Episode des Briefing Rooms geben, also eine Art Let's Show von neuen Inhalten. Darüber hinaus auch noch zusätzliche Informationen zum Fortschritt. Damit will man, ohne dass man zu viele Spoiler verbreitet, eine ähnliche Transparenz erreichen wie bei Star Citizen, so wie es dort eben die Inside Star Citizen Folgen regelmäßig gibt. In Kombination mit der neuen Roadmap wird man also dann jegliche internen Fortschritte zu Squadron 42 verfolgen können. Daher scheint aber auch klar zu sein, dass der Release der Singleplayer-Kampagne weit mehr als ein Jahr entfernt sein dürfte. Insbesondere deshalb, weil man kein lineares Missionsspiel baut, sondern letztlich eine Singleplayer-Sandbox-Umgebung, in welcher Spieler dynamische Wege können, viel nebenher erledigen und eine quasi Open World zu erkunden haben sollen. Chris Roberts hat deutlich gemacht, dass er es bis zuletzt feinschleifen und perfektionieren will und keinen Kompromiss eingeht. Laut ihm ist das Squadron 42 Team aktuell in der Close-Out-Phase. Das bedeutet, dass man sozusagen die letzten Mechaniken, Techniken und Gameplay-Elemente hinzufügt. Daraus könnte man nun ableiten, dass also ein hoher Prozentsatz der richtigen tiefen Arbeit des Spiels bereits erledigt ist. Im Anschluss an diese Close-Out-Phase soll dann das Polishing des fertigen Produktes geschehen. Genauere Infos wurden hier aber nicht genannt, sollten aber mit der neuen Roadmap für uns einsehbar sein. Ja, so viel mal zu einem kleinen Ausblick über das nächste Jahr und noch das letzte Quartal 2020. Wie seht ihr das Ganze? Seid ihr da positiv oder eher nicht so positiv gestimmt? Ich persönlich muss sagen, mir gefällt es, dass man jetzt mehr Transparenz auf die verschiedenen Bereiche legt, insbesondere bei Squadron 42. Und ich freue mich sehr, dass wir da jetzt auch quartalsweise ein größeres Update bekommen und hoffentlich mit der Roadmap dann tatsächlich intern sozusagen nachgucken können, wie weit sie wirklich sind. Denn es ist immer schön, wenn Sachen gesagt werden, aber viel besser ist, wenn man das Ganze auch ein bisschen, ich will nicht sagen nachkontrollieren kann, aber so ein bisschen Übersicht darüber auch selber haben kann, zum Beispiel eben über diese neue Roadmap. Ansonsten, wir sehen uns heute Abend im Livestream. Heute gibt es einen Community-Stream in der Alpha 3.11 auf dem Live-Server. 20 Uhr geht's los und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wir haben einige coole Sachen vor. Ich verrate aber noch nicht, worum es genau geht. Das werdet ihr dann nachher noch sehen. Auf jeden Fall würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis heute Abend. Ciao. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished it would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on your throne?